Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming with Ben und willkommen zu einem neuen spektakulären Video meinerseits einmal. Und ja, ein kleiner Vorwort, bevor das direkt die Video startet, so gesehen. Und zwar, ich bin ja aktuell immer sehr auf Twitch aktiv unterwegs und es ist ja nicht jeder auf Twitch, kann man sagen. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich könnte das Ganze doch nochmal bei YouTube hochladen. Und das habe ich auch gemacht, also der Stream. Uncut, den werdet ihr gleich einmal sehen. Die Qualität ist natürlich nicht so hoch wie bei meinen YouTube-Videos und so weiter. Aber ich hoffe trotzdem, das Ganze gefällt euch. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, also Alf und ich wünschen euch dabei jetzt viel Spaß. Dr. Fetus, Mean-Meat-Machine. Dr. Fetus soll der vielleicht einigen bekannt sein aus dem Spiel Super Meat Boy. Weil das ist der Schurke, der nämlich das Mädchen von Meat Boy entführt. Und der kriegt jetzt sein eigenes Spiel bald. Und das ist die Demo-Version, die man kostenfrei downloaden kann auf Steam. Und die wollte ich mir jetzt einfach mal anschauen. Audio vielleicht noch ein bisschen. Oh, ein bisschen niedriger noch. Gibt sogar einen Story-Modus. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, worum es geht, aber wir gucken einfach mal. Okay. Sah schon mal sehr niedlich aus. Schau mal, wie viele schöne Welten wir in der Vollversion haben. Ich mag den Style einfach. Super Meat Boy habe ich damals auch gespielt, aber nie komplett durchgespielt, weil es einfach zu schwierig ist für mich. Aber ich mag den Artstyle. Der ist wirklich... So, mal gucken, was in der ersten so abgeht hier. Spielen. Gucken wir uns mal das erste Tutorial an. Ich muss mal kurz schauen. Es könnte wieder ein bisschen lauter. Ach, geht sogar mit Controller. Mensch, doch, wenn ich schon mal den dabei habe. So. Das sind Klone, aber sie sind nicht besonders gut. Tatsächlich sind sie furchtbar. Aber wir können sie kontrollieren. Also Tetris. Das kann ich. Das krieg ich schon. Ach, da habe ich schon verkackt jetzt. Die meisten Levels sind in ein paar unterschiedlichen Phasen unterteilt. Fülle deine Messbalken, um Phasen abzuschließen.
Also ein bisschen wie Tetris. Also immer Vierer-Reihe. Dreier oder Vierer? Okay. Okay. Aha. Muss ich wirklich erklären, was das ist? Ernsthaft? Na gut. Das hier sind Sägeblätter. Wenn sie dich berührst, verlierst du. Und du musst das Level neu starten. Oh, komplett von vorne neu starten, ne? Das ist auch cool. Das wäre ja fatal. Ah, hätte ich anders machen müssen gerade. Verdammt. Das hier ist ein Wissenschaft. Das ist Wissenschaft. Und Wissenschaft bedeutet Schmerz. Manchmal werden die Klone von Fallen zerstört, nachdem sie schon platziert wurden. Das ist wirklich witzig und hindert dich nicht daran, das Level zu beenden. Eigentlich ist Win-Win. Okay. Oh gut. Wir brauchen ausreichend Platz, um neue Klone in die Testkammer zu werfen. Also stapel sie nicht zu hoch. Lass immer genügend Platz für neue Klone. Ja, gut, das krieg ich halt. Nicht aufgepasst gerade. Ah, fatal. Ich mache aber das mal dahin am besten, ne? Das dahin. Tada! So. Ja, total easy. Aber es gibt ja einige Fallen noch. Schau dir mal dieses Setup an. Pass gut auf. Was passiert, wenn du dort deine Klone platzierst? Eine Kette lässt dein nächstes Klon für einige Momente unbesiegbar machen. Ah, okay. Cool. Bam, bam, bam. Also, das Tutorial ist schon mal durch. Und das ist jetzt Forest 1, glaube ich.
Oha. Oha! Ich habe mich total ver... Oha! Aha. Können wir nochmal drüber reden? Ey, das ist ja genauso schlimm wie Super Meat Boy als Tetris. Da muss ich auch Schnelligkeit machen, aber. Ah, verkackt. Wie soll ich denn so Punkte machen? Nein! Okay. Anders wild auf jeden Fall. Tetris in, was ist das jetzt hier? Ach, verkackt. Aha. Ist das nicht ein bisschen fies so? Also das ist ja fiese.
Alter, was ist denn hier los? Aha, nächstes Level. So, was ist das denn? Oh. Ey, ist er... Oh nein, Das heißt, ich muss ja generell über diesen Button hier. Oder mindestens so hoch stapeln, dass das so bleibt. Ah, der eine kann weg. Doppel-Kombo! Achso. Ach, der geht ja auch direkt darüber jetzt, ne? Okay. Das ist nicht so einfach. Aber das ist doch fies ist das. Ah, verkackt. Hier kriege ich auf jeden Fall ein paar Punkte. Jetzt fallen alle runter wieder. Ey, es ist so, es ist, ne? Der Heidewahnsinn einfach. Da musst du schnell sein auch. Das ist Tetris Extrem ist das, meine Freunde. Ah! Das war scheiße. Können wir nochmal darüber reden, dass es echt fies ist? Und es gibt ja noch eine Phase.
Nee, Level geschafft, okay. Ich kann das nicht mehr. Hier ist ein schwarzes Loch jetzt drin, geil. Ah! Das für Quatsche. Ja, Alter, was ist denn das denn? Ich kann gar nicht in Ruhe richtig platzieren. Also, Meat Boy ist ja schon schwer. Weiß man ja, ne? Super Meat Boy ist kein einfaches Spiel, ne? Aber die haben sich jetzt hier auch jetzt. Ja. Auch nicht gerade einfacher. Über den schwarzen Loch kann man da rein einfach oder nicht? Ne, da kommen wir rüber. Zack. Ah, immer dieser Husten noch so ein bisschen. Geh mal auf den Sack. Ich habe einige richtig verkackt. Was? Schon wieder mal. Man versucht wirklich einiges zu retten hier, ne? Aber das ist ja anders wild auch zwischendurch hier einfach. Das, meine Freunde, ist anders wild. Ach, verdammt, ich habe zu oft gedreht gerade. Das ist das. Das ist wieder ein Spiel für Experten hier. Weil ich gerade gedreht habe wieder. Oh, jetzt habe ich das verkehrt gemacht. Jetzt habe ich die beiden da verkehrt gemacht. Nein, das ist doch. Ah, das ist jetzt der. Jetzt haben sie mich da. Das ist. Ich meine es anders. Oh nö. Nö. Ich raste aus. Ich habe mir gedacht, so, oh, so ein kleines niedliches Spiel für zwischendurch jetzt mal nochmal. Das ist jetzt wieder sowas ausatmet hier, ne? Das konnte ja nun wirklich keiner wissen. Yeah.
Immer wieder von vorne. Immer wieder, immer wieder. Ich mache es immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder von vorne. Immer wieder, immer wieder. Irgendwann ist man dann so weit, dass man das Spiel im Schlaf durchspielen kann. Chuck. Da ist die andere Kombo nichts gewesen, ne? Oh nö! Jetzt kommt er mir mit dem Quatsch schon wieder. Na, ah, auf damit jetzt! Meine Güte. Wenn die schon liegen, ist es ja egal. Nein! Ah, ich hab nicht aufgepasst! Nein! Jetzt! Ah! Ich hab nicht aufgepasst gerade ganz kurz. Ah, verdammt! Gut, kein Spiel für mich auf jeden Fall. Es ist kein Spiel, was ich mir kaufen würde. Ich bin froh, wenn die Demo dann zu Ende ist ungefähr. Ach. Ja, nee, jetzt so oft mit dem. Ah, nein! Oh, verdammt. Ah. Nächstes Level! Ich bin ready! Ich bin ready für den Shit! Oder doch nicht? Ja, es gibt's auch nicht. Klar, kann man so machen, ne? Wer kam auf die Idee zu sagen, lasst uns mal ein Tetris-Spiel machen, was richtig schwer ist? Oh Gott. Der war schon. Alter, der war schon was unten. Deswegen habe ich keinen Super Meat Boy weitergespielt. Ich hatte es ja gehabt für die PlayStation 4. War ich, glaube ich, kostenfrei immer für PlayStation Plus Mitglieder. Und deswegen habe ich das nicht weitergespielt. Ja, wahrscheinlich. Oh Gott. Nein! Nö, nö. Ah.
Ah, nicht. Das ist es, Alter. Fachkreisen auch Super GAU genannt. Ach, der würde so gut reinpassen jetzt. Oh. Oh. Ah. Nein, er hat verkackt. Ah, gib mir das nächste Level. Oh Gott. Das wird immer schlimmer. Ah. Leute, was ist denn das hier? Ah nein, ah. Falsch gedreht. Warum ist da eine Dampfwalze? Nein! Ah! Das war eine gute Kombo gerade. Verdammt, Alter. Das war so eine gute Kombo. Die hau ich jetzt mal rein. Ja. Zum Glück gibt es immer noch so einen kleinen Checkpoint. Ja, schwierig. Ja, es sah aber auch kacke aus gerade, um ehrlich zu sein. So. Ah, nein! Ah, den hätte ich geschafft. Manchmal ist es zu lang, zu kurz, so schwierig. Ich sag euch, Super Meat Boy. Die Entwickler haben es verstanden, ne?
Wie man dich riecht. Oh, schneller! Oh. Also den auf jeden Fall so. Ich kann schnell rüber einmal. So, das ist. Dann hau ich den gleich mal dran. Schnell. Oh, schnell. Oh Gott. Den auf jeden Fall so. Sucht. Es gibt es nicht, ne? Können wir nochmal drüber reden, dass es sauschwer ist gerade? Ach, jetzt macht er doppelt. Ah, das Level ist gesichert jetzt gerade. Oh, das Vierer. Ah, nein! Ah, es ist ein Vierer gerade. Hat das schon mal irgendjemand vorher getestet? Ob es auch machbar ist? Ah, der ist verkackt. Da kann ich gleich sterben. Es ist einfach krank, Alter. Das ist jetzt richtig so. Hä, bin ich jetzt zurückgeworfen worden? Weil sie jetzt wieder unterschiedlich gehen. Ich hab grad gedreht. Ob ich die Demo heute noch schaffen werde? Also nicht. Man denkt sich so zwischendurch denkt man sich so. Ah, jetzt, ich höre jetzt gleich auf, ich gebe jetzt auf so ungefähr, ich habe die Schnauze voll. Aber man macht trotzdem, irgendwie trotzdem weiter. Ah! Manchmal sind es einfach die Kleinigkeiten, ne? Nee, also ich. Ich krieg das nicht hin, Alter. Leute, ich krieg das nicht hin. Ich glaube, das war's jetzt wirklich hier für mich gerade. Ah, da hätte ich sogar was machen können.
Wenn man nicht sofort sterben würde immer, ne? Also wenn man nicht sofort beim Checkpoint anfangen würde, dann wäre es auch wesentlich einfacher, aber oh Gott. Nein, es ist manchmal... Nase läuft auch noch. Und läuft noch, ja, läuft noch. Nein, ich wollte da gerade eine Viererkette machen. Geschafft! Oh, ich muss immer Nase putzen, ne? ...38 Tode, Alter! Ich raste aus. Ich hab's geschafft! Das war die Demo-Version! Ich habe jetzt alle Level gespielt von der Demo-Version. Tutorial habe ich gespielt, Cell Factory, und vor allem den Boss, Ach, das war der Boss gewesen. Aha. Das war ja auch schwierig gerade. Ach, cool. Checkpoints aktiviert. Man kann es auch deaktivieren, sehe ich gerade. Das machen wir nicht. Ja. Aber ja, es gibt ja noch wunderschöne Welten, die ich alle nicht spielen werde. Auf jeden Fall. Es ist mir einfach zu schwierig. So, meine Freunde. Einmal für YouTube da draußen, das war's mit Dr. Fetus Mean Meat Machine, die Demo-Version. Schwierig. Es ist lustig, es macht Spaß, es ist gut gezeichnet, ich mag den Artstyle, aber es ist halt Super Meat Boy als Tetris-Version und sau schwer. Aber hat mir gefallen trotzdem, aber ich persönlich belasse es bei der Demo-Version, glaube ich. Das ist mir, glaube ich, lieber. Ich kann nicht mehr. Einen tiefen Schluck aus der Flasche. Meine lieben Freunde, das war das heutige Video. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ja, das war einfach mal der Twitch-Stream komplett uncut hochgeladen. Ne? Und ja, die Qualität ist jetzt nicht so optimal, wie ich schon erwähnt gerade, weil das muss ja von Twitch erst heruntergeladen werden, dann wieder hochgeladen werden auf YouTube und so weiter. Und die ganzen Schnitte und Cutte sind natürlich auch nicht mit drin, wie in meinen regulären Videos. Dennoch, wie gesagt, hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und das nächste Mal bei Twitch könnt ihr ja dabei sein, wenn ihr möchtet. Und zwar hier der Link einmal. Könnt ihr gerne raufgehen und auch mir da folgen auf Twitch. Und für YouTube nicht vergessen, unten rechts Abonnier-Button raufclashen, dashen, smashen, damit ihr nichts mehr passt von mir, GameFan. Und Alf wird das nächste Mal, denke ich mal, auch dabei sein wieder. Und ich wünsche noch einen schönen Tag, bleibt gesund, flauschig und natürlich bis nächstes Mal und bis dahin immer schön weiter zocken. Also, haut zu rennen!